zu der 7. Folge Najwa. Und jetzt sind wir hier wieder in der Höhle. Letztes Mal haben wir die ganzen Dias gefunden. Ich habe mich hier, also keine Angst, wir haben nicht so viel gemacht. Ich habe mir eine Jukebox gebaut und habe mich dann hier in die Wand gebaut. Das war das Einzige, was wir auf Game gemacht haben. Ja! So. Ich überlege gerade. Ach ja, wir wollen ja wieder Diamanten suchen. Oder wollen wir jetzt schon in der Oberfläche? Weil wir können uns, glaube ich, schon ein Enchanting Table machen, oder? Haben wir? Ah ja, stimmt. Ja, da war ja was. Wie viel, ich war lange nicht mehr aufgenommen. Das war ich habe so viele, dass wir das machen wollen. Ja? Ja. Sag mal, wie viel Obsidian hast du? 18. Ich überlege mal kurz. Ja, wir machen nämlich ein schönes Portal. Ich habe ihn nämlich letztes Mal noch verarscht. Das weiß er aber immer noch nicht, glaube ich. Jetzt weiß er es. Ja. Ich habe dich letztes Mal verarscht. Ich baue nämlich ein großes Portal. Oh, Mann. Ja, okay, wollen wir wieder nach oben? Okay. Letzte Folge haben wir ja die ganze Obsidian gefarmt. Wir können nämlich jetzt einmal in die Hölle. Das ging eigentlich ganz flott, wie wir das hinbekommen haben. Ja. In der Hölle gibt es doch einen Diamantenglitch. Ja. Ja. Wenn man zum Beispiel in der Kiste Diamanten findet und dann selber zurücksetzen anmacht, dann sind die wieder da. Das habe ich früher auch mal gemacht. Aber den Glitch kannte ich nicht. Ich dachte, da kommt dann ein neuer Nether. Es kam ein Update. Ich habe das jetzt erst gemerkt. 3 Updates, Minecraft-Updates kamen bei mir, weil ich war lange halt nicht mehr online. Und deswegen, was kam denn als Update so dazu? Nur Bugfix. Da war bei 1, hatte 600 MB. Ich war lange nicht mehr online. Das Spiel. Stimmt, da war ja was. Das habe ich nämlich auch gesehen. Leute, Spleef, was ich unbedingt haben will, ich glaube, das gibt's auch. TNT Run, gibt's das auch? Sowas ähnliches wie TNT Run? Nicht. Irgendwas, wo man rüberläuft und die Blöcke unter dir verschwinden. Irgendwas war da. Spleef mit einer Pause. Ja, könnten wir auch irgendwann mal zocken. Irgendwann mal. Nein, ich sterbe. Nee, oder? Doch, ich bin spät. Jetzt aber. Nee, doch nicht. Nein. Ach, das Haus. Bist du schon oben? Ja, ich bin schon oben. Lol. Leute. Och, mein Herz. Ich höre es einfach nur, wie es bei dir mein Herz rauscht. Deins rauscht bei mir? Nein, meins. Hörst du meins bei mir raus? Hörst du deins bei mir rauschen so? Ja. Dein Herz hat rauscht gar nicht. Okay, dann ist es wie bei mir so einzeln. Okay, wenn ich jetzt verrecke, das wäre echt cool. Ja. Ein Herz. So. Okay. Wir spielen noch auf Friedlich. Ich würde sagen, ab Folge 10, habe ich mir mal eben so überlegt, machen wir auf leicht. Ja, können wir. Ja, und dann essen. Halt gehen wir ab Folge 20, gehen wir noch immer halt einen Schritt, bis wir halt bei Speer sind, dann ist eigentlich. Ab Folge 50 sind wir dann eigentlich so gerechnet, also nicht. Also erstmal ab Folge 30 sind wir dann im normalen Modus und ab Folge 50 sind wir dann im, ja, richtig schwierigen Modus. Nee, obwohl, ich habe doch gerade so eine Idee. Erst machen wir also ab Folge 10 machen wir den leichten Modus, ab Folge 20 den normalen Modus, ab Folge 30 machen wir dann den schweren Modus und ab Folge 50 machen wir den schweren Modus, nur dass man halt keine Herzen mehr regenerieren kann, außer mit goldenen Äpfeln. Klingt geil. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr das denn so wollt. So, du wolltest ja... Ja, Leute, das ist dein Headset. Warte. Ja. Dein Headset. Ja. Oh.
Hörst du mich? Ja. So. Das ist... So. Ja, das ist mir einfach runtergefallen. Ja, dann war es kaputt. Leute, ich baue hier auch noch aus weiter. Ich würde sagen, wir machen hier so ein Feld, oder? Halt. Hast du irgendwann mal Karotten gefunden? Ich hab noch keine Karotten. Können die auch mal die Mapper gucken? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, dann lass mal noch die Map erkunden. Ich mache mal ganz kurz noch hier das Wasser. Für unsere Farbenbahn, die wir noch bald machen. Also ich bin gerade sehr produktiv. Also an manchen Leuten, ihr wisst ja, ich mache ja öfter Intros für manche Leute. Da gibt es nur das Problem, ich sage mal, die sollen mich verlinken, wenn ich schon ein Intro mache für die. Weil... Die meisten, dann tun die immer so, als hätten die selber das Intro gemacht. Und dann habe ich mal gesehen, auch bei einem, der hat einfach das da... Die kommen, alle haben einfach, über 5 Leute haben einfach in die Comments von denen geschrieben, ey, mach mir auch ein Intro, geiles Intro, hast du gut gemacht. Ja, okay, jetzt können Leute auch einfach gar kein Intro mehr machen. Ja, für manche Leute, da weiß ich schon, weil ich habe für manche Leute sogar 2 gemacht. Und eins haben sie gar nicht benutzt. Ja. Und deswegen... Zum Beispiel jetzt... FIFA Gaming wollte unbedingt aber jetzt. Hast du sogar 2 bekommen? 2 oder 3? Wenn ihr ein Intro wollt oder halt ein Minecraft-Animations-Intro haben wollt, könnt ihr mir das in die Comments schreiben. Und Nadel, du schreibst mir gar nicht auf YouTube. Hast du einen YouTube-Kanal oder einen Account auf YouTube? Nein, noch nicht. Lass mal kurz hier. Dann brauche ich einfach Karte erkunden. Ich gucke hier mal ein bisschen. Aber irgendwann mache ich mir ein. Ich hoffe, man hört mich noch. Ja. Gut. Du musst nämlich einfach nur auf YouTube... Manche Leute wissen das nicht. Die wissen einfach gar nicht, wie man sich bei YouTube anmeldet. Man muss einfach seine E-Mail eingeben und dann einen YouTube-Namen und dann ist schon fertig. Als Kommentator hat man auch eigentlich schon einen Kanal. Oh, ich habe einfach bei mir ein Headset raus. Stimmt das, dass mein Headset raus? Nein. Gut. Aber du hast, hast du eine E-Mail? Ja. Ich will jetzt nicht sagen. Nee, musst du auch nicht. Kannst du auf meiner Website kannst du mich anschreiben? Weil du brauchst dafür nur eine E-Mail und dann kannst du halt einen Namen aussuchen, am besten Nadel 100 und dann kannst du das schreiben. Okay, ich wollte auch noch mal was ansprechen. Wie leicht, dass wir mehr Platz überbringen. So, es kommt relativ selten. Wie oft kommt es jede Woche einmal, ne? Was kommt jede Woche einmal? Natur. Ja, circa, ja. Und wir produzieren jetzt so hart vor. Nämlich, dann... Vielleicht 2 oder 3 Mal in der Woche dazu, wenn es gehen würde. 2, 3 Mal die Woche? Da muss ich gucken, wegen dem Vorproduzieren. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, erstmal eine Woche. Also ich mache das jetzt erstmal einmal pro Woche. Ich werde das vielleicht machen, dass ich Nacho vielleicht mal 2 Mal pro Woche ist, aber anders. Ich habe jetzt nur, ihr wisst ja den Aufnahmeplan, ich mache das aber immer unterschiedlich, deswegen... werde ich das halt 1 bis 2 Mal die Woche hochladen, weil ich habe halt nicht so viele Aufnahmen davon und ja. Na, das war wir haben jetzt locker 12 oder 13 Basisfolgen. Ja. Leute wissen ja eigentlich, wie wir hart vorproduzieren. Das ist aber jetzt keine vorproduzierte Folge. Na gut, schon, aber bringt mir jetzt nicht gleich diese was meine Zufu. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, es kackt ab, oder? Nämlich, du hast jetzt bei mir nichts mehr gesagt. Bei mir kam kein Ton mehr raus. Ich habe auch nichts mehr gesagt. Das war jetzt gar nicht, wo ich hängen geblieben bin. Ja. Und
ansprechen. Ich? Habe ja vor. Ja. Werbung. Von Werbung? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Soll ich sagen? Okay. Okay. Ja, Leute, wir haben uns so gedacht, zu zweit Natur ist jetzt schon langweilig, ne? Also so, ja. Wollten wir vielleicht ein oder zwei Leute mal in Natur haben. Und ihr müsst uns halt nur in die Kommentare schreiben, wie ihr in dem heißt. Mich, Maria Bruder oder Dixflo. Als einen Brick. Ja, entweder mich oder Nadel adden und dann könnt ihr mit Glück halt auch eine Begründung schreiben. Und mit Glück könnt ihr dann hier auch mitmachen. Ihr habt schon eine Anfrage bekommen, schon mehrere von einer Person. ja. Eine Person? Ja. Die kommt vielleicht auch irgendwann mal dran, wenn sie eine Begründung schreibt und nicht immer sagt, geiles Projekt. Wenn ich immer sage, schreibt mir eine Begründung in die Kommentare, heißt es nicht, ihr sollt mir schreiben, wie gut ihr es findet, sondern warum ihr es haben wollt. Diese eure Netgruppen könnt ihr ficken. Ja, die sagen, eine hat mir nicht immer in die Kommentare geschrieben. Ich habe mich mal gefragt, warum willst du das denn haben? Weil cool. Echt jetzt? Ja, unter dem neuesten. Achso, okay. Ja, man versteht Nadel jetzt nicht so gut in meinem Video. Sorry, wenn ich extra nochmal nachguckt, aber... Ja. Vielleicht holt er sich irgendwann ein Headset neues. Ja, ich hab eigentlich recht gut gespart. 800... Also 800 Euro ist schon mal drin. Warum sparst du so viel für ein Headset? Weil ich spare ja noch für einen neuen Controller, vielleicht noch für einen Fernseher. Ja. Wie soll ich mal sagen, wie viel ich für mein Headset bezahlt habe? Ja, das ist ja so ein Bluetooth. Ja, so um die 5 Euro. Funktioniert bis 6 gut, aber ich habe diese Boxen. Ihr könnt auch mal in die Comments schreiben, was wir hier bauen sollen. Ich habe jetzt hier nichts leider gefunden. Und dann würde ich auch mal sagen. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit 3 Minuten Überlänge gefallen und ciao, Leute! Ciao!